Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb the Ladder. Ihr seht schon an den krassen Karten, die hier im Deck sind. Wir sind wieder im Timeless-Format unterwegs, dem powervollsten Format, das Arena zu bieten hat, mit allen unfassbar brokenen Karten. Der Grund ist ganz einfach: Zum Zeitpunkt der Aufnahme werde ich morgen einen Creator Clash im Timeless gespielt haben. Also mit ganz vielen anderen Creatoren, zum Beispiel Seth Manfield und Arne Huschenbeth und ganz, ganz vielen anderen Profis und Content-Creatoren, um tolle Preise battlen. Und ich habe nicht so viel Ahnung von Timeless aktuell, weil sich das doch immer ändert. Deshalb dachte ich mir, ich zocke noch eine Runde Jund. Ja, good old Jund, einfach viele gute Karten. Ja, und das ist so eine klassische Good Stuff Midrange-Liste. Ich meine, viele alte Bekannte kennt ihr sicherlich, falls ihr mal Modern gespielt haben solltet oder zumindest mal kurz ins Timeless-Format reingedippt haben solltet. Wir spielen Deathrite Shaman auf der 1, der Planeswalker für einen Mana, der sowohl ein Mana-Dork ist, als aber auch mal als Win-Condition gilt oder uns mal gegen Burn aushilft. Außerdem haben wir dazu passend 12 Fetchländer im Deck. Das ist also sehr, sehr gut. 4 Lightning Bolt als bester Removal-Spell neben Fatal Push darf nicht fehlen. Hand Disruption. Ja, wogegen Jund Probleme hat, sind diese ganz unfairen Combo-Decks natürlich. Deshalb 3 Inquisition of Kozilek, hittet sogar Show and Tell, 4 Thought Seizes, was auch einfach eine sehr, sehr gute Karte ist. Auf der 2 haben wir dann Orcish Bowmasters gegen jedes Brainstorm oder Card Draw Deck und Tamogoyf, um relativ schnell einfach das Game auszuklosen, ne, für Closing Speed. Tamogoyf ist auch relativ schnell hier 5, 6 oder eben größer. Perilous Iteration, ja, wir spielen auch Alchemy Karten, einfach ein sehr, sehr guter Card Draw, weil er eben auf jeden Fall, ich sag mal im weitesten Sinne, Business findet, ne? Also dementsprechend kann man hier für 2 Mana auch 2 Perilous Iterations reinpacken. Wir spielen 3 Blood Moon, auch Titan ist ein großes Problem. Dadurch, dass die Closing Speed des Decks nicht so super schnell ist, müssen wir irgendwie eine Antwort auf Titan und Feed of the Dead haben. Deshalb 3 Blood Moon im Main Deck, also immer daran denken, auf die Basics zu fetchen. 2 Fable of the Mirror Breaker als eine der besten Karten, die jemals geprintet wurden. Genauso wie Jarsil, eine der besten Karten, die niemals geprintet wurden, weil es auch eine digitale Karte ist, aber auch sehr, sehr stark, gerade mit Hand Disruption. 3 Mana, 3-3 Legendary Human Wizard mit der Starting Intensity 1. At the beginning of combat on your turn, Jarsil sollte man also immer pre-combat legen. You may cast a spell with mana value equal to Jarsil Dark Age Science Intensity from your graveyard without paying its mana cost. Ist also so ein bisschen so wie ein Dreadhorde Arcanist, für der aber Haste hat und für den du das Mana nicht mehr bezahlen musst. Also, ne, du startest halt sozusagen, startest halt mit einem Thought Seize, legst Turn 2 irgendwas hin, Turn 3 Jarsil, dann nochmal Thought Seize Flashback und dann erhöhst du die Intensity, kannst also dann Spell mit Mana Value 2 casten. Und auf der 4 dann noch Minskin Boo, einfach absolut grandioser Planeswalker, super, super, super stark. Ja, die Mana Base natürlich klassisch, viele Fetchländer, ein paar Duels und dann eben ein paar Basics, damit man eben den Blood Moon ausgleichen kann. Im Sideboard haben wir 4 Duress, mehr Hand Disruption gegen die unfairen Decks. Wir haben Scavenging Ooze als Graveyard Hate, der 4. Blood Moon darf auch nicht fehlen, 2 Necromancia, auch eben gegen die Decks, die so ein Silver Bullet haben, wie eben zum Beispiel Primeval Titan oder zum Beispiel aber auch Show and Tell oder so, ne, dass man da einfach die wichtigen und problematischen Karten rausnehmen kann. Wir haben noch 2 Fable of the Mirror Breaker für die grindigen Matchups und Terra Sunder sozusagen als Catch-All für alles. 2 Fatal Push, falls wir noch irgendwie irgendwas Aggressives abstellen müssen. Auch ganz gut gegen 5-Color Domain Zoo, weil die halt eben hauptsächlich, naja, so Whitener Kartel und den Kavu spielen, den man halt alle ganz gut Fatal pushen kann. Giganta können wir uns als Companion hier erlauben. Das ist die Deckliste. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet ihr natürlich einen Link unten in der Videobeschreibung. Und ich sag mal, viel Spaß bei Jund Midrange im Timeless. Runde 1 gegen Loros of the Dream Den. Blood Moon, Blood Moon. Jarsil. Ich glaube, das ist ein Mulligan. Ja, das ist auch nicht cool, aber das, ich denke, das kann man halten. Ich lege mal den Basic Mountain weg. Okay, dann gucken wir mal. Turn 1 Blood Crypt. Und schauen wir mal, gegen was wir hier spielen. Gegen Loros ist Hand Disruption nicht ganz so gut. Aha, sieht aus wie Blue-Black Control. Hat ein Mana, hat theoretisch nur ein Mana zur Verfügung. Man könnte die Bauble wegnehmen, damit unser Gegner weniger wahrscheinlich das hittet. Der hat halt, er hat 2 Removal Spells, das bringt nichts. Counterspell, ich nehme die Bauble. Ist halt komisch, aber dann habe ich vielleicht die Chance, dass er kein zweites Land hittet oder so. Ich glaube, ich bin gegen, mit einem Mulligan gegen diese Hand bin ich eh schon sehr, sehr, sehr weit behind. Ja.
Ja, dann wird unser Tarmogoyf halt gepusht und jetzt müssen wir halt hoffen, dass unser Gegner kein zweites Land hittet, weil ansonsten hat er halt die ganze Interaction offen und da ist das zweite Land und we are basically dead. Lass mal gucken, was wir noch nehmen können. Noch ein Counterspell gefunden. Wow, okay. Das war's dann auch. Auf geht's, nächstes Land. Nee, kein Land mehr. Aber Doppel-Counterspell. Ich meine, ich könnte auf ein Basic fetchen. Tarmogoyf wird nicht resolven. 5-6 Tarmogoyf. Er wird vielleicht resolven, dass man dann Sheerites Edict casten kann oder so, aber ich glaube da noch nicht dran. Durch die Wall hier komme ich auch, glaube ich, jetzt schon nicht mehr durch. Ja, ein Mulligan in einem Grindy-Matchup. Ich meine, Fable. Ja, nee, aber wir können ja nicht. Wir kommen ja nicht durch die Counterspells durch. Ich glaube nicht, dass wir hier noch eine Chance haben. Da sind drei Counterspells und ein Removal. Ich habe zwei Lightning Bolts, die sehr egal sind in dem Matchup. Und einen Mulligan gemacht. Wenn ich die erste Hand halte, Blood Moon, Jarzel, komme ich auch absolut nicht auf den grünen Zweig. Also, ich glaube auch, wenn ich die erste Hand halte, bin ich auch kaputt. Gegner überlegt hier ganz feste, ob der Tarmogoyf gecountert werden muss oder ob man den einfach edikten kann. Puh, das ist schwierig zu sagen. Dadurch, dass du drei Counterspells hast, würde ich behaupten, dass du wahrscheinlich auch einfach einen Counterspell benutzen kannst. Wäre dann unser Gegner aber auch einfach ein Disconnect. Glaube ich auch nicht dran, aber hey, Wunder passieren immer wieder. Ey, come on, jetzt mach was. Okaya. Okay, da ist er wieder. Hat sich gerade noch rechtzeitig. Ja, okay. Drawn in the Lock gecastet. Alles klar, okay. Dann sagen wir mal Go. Nächste Runde nehme ich wahrscheinlich Giganto in die Hand hoch. Also das, was nicht passieren darf, ist sowas wie Sorin's Ransom oder so. Das ist dann halt auch ein bisschen zu gefährlich. Ja, ich muss nicht unbedingt was spielen. Hat der Gegner was? Dig Through Time getoppt, Deck. Ach, Mann, ey. Das so, wenn man halt perfekt hittet, ist immer schwierig, die Decks zu schlagen, die perfekt hitten, ne? Ja, ich glaube, Dimir Control ist schon auch nicht schlecht. Also gerade auch im Hinblick darauf, dass die Leute Show and Tell resolven wollen. Also gegen die Pillar des Formats, gegen Domain Zoo ist halt so ein Fatal Push Counterspell Deck ganz gut und gegen Show and Tell halt auch. Ja. Okay. GGs. Wie wir so schön sagen im Jargon. Ja. Icke fett Schimmer. Eigentlich egal. Es wird eh nichts mehr resolven von mir. Oh, Gegner in Response und Brainstorm? Nee, okay. Dann mal hier sowas. Für Surveil Value. Und Bowmaster sind fein, ja. Bowmaster sind okay. Ich lege einen Tamo hin. Der wird. Ah, weiß ich nicht, ob der überhaupt gecountert wird. Vielleicht war es auch falsch, mit dem Thoughtseize halt die Bauble zu nehmen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich meinen Gegner auf ein Land stranden. Ja, das ist genau das, was nicht passieren darf. Gucken, ob jetzt End of Turn noch Edict gespielt wird. Mystic Sanctuary, Sorin's Ransom ist auch nicht in Ordnung. Ja, das ist falsch, glaube ich, weil dann kann ich nämlich ein Spell resolven.
Ja, ich glaube, so ein 5-6er Tamogreif ist schon wahrscheinlich besser. Gegner hat Card Draw, Counterspell, Counterspell, Card Draw. Vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt ein Removal, ja. Okay. Wow. Und hätte Doppel-Fatal Push mit dem Sorin's Ransom. Okay. Nee. Ah, das ist schwierig. Lass mal so. Vielleicht will der Gegner ja einen Fatal Push haben und nimmt Fatal Push Land. Ja. Dann haben wir es doch gut gemacht. Also besser ging es eigentlich nicht. Aber, ja. Kann ich nicht mehr gewinnen. Der Mulligan war zu crazy. Ja, ich meine, Duress ist gut. Fable ist gut. Scavenging Ooze wird gut sein. Ja, Fatal Push brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Lightning Bolt ist einfach besser. Ja, und die Blood Moon ist, glaube ich, auch nicht das. Ich glaube, Blood Moon macht gegen das Deck einfach ein bisschen wenig. Können wir auch rausnehmen. Ansonsten, ja, wir haben Graveyard Hate. Wir haben unendlich viel Hand Disruption. Wir haben Card Advantage. Sollte eigentlich gut sein. Ich nehme mal einen Duress und vielleicht ein. Ja, Bowmaster ist okay. Aber ich glaube, die Leute spielen halt einfach schon sehr, sehr wenig Brainstorm, nur noch eben aufgrund von Bowmaster. Klar, gegen Lorien Revealed ist es okay, aber wenn der Gegner Lorien Revealed hardcastet, ja, das ist gut. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke Hand. Thoughtseize into Bowmaster, into Jarthil. Thoughtseize ist äußerst gut. Und wir hitten. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das richtig war. Versuchen wir es mal mit Jarezil. Eine unbekannte Handkarte. Kann natürlich in Respawns Brainstorm spielen. Ah, vielleicht hätte ich es auch. Vielleicht hätte ich erst Turn 2 Thoughtseize sollen. Da passiert jetzt sicherlich Brainstorm-Action in Response. Ja. Um die guten Karten zu verstecken, das macht Sinn. Das ist halt schon nice, ne? Brainstorm, der einfach gute Karten wieder auf die Library legt, sodass sie vor Hand Disruption sicher sind. Ist ein nices Play. Okay, was haben wir denn da? Counterspell, Bowmasters, Drawn in the Lock. Dann nehme ich. Oh. So, jetzt darf ich leider Thoughtseize nicht nochmal casten, ne? Was ein bisschen, was natürlich schön wäre, aber okay. Das war ein Fehler. Ich hätte hier vielleicht Bowmaster spielen sollen, einfach direkt. Ja, wäre vielleicht besser gewesen, einfach Bowmaster. Falls er den dann countert, kann ich mir die halt wiederholen. Ja, ich spiele mal Baumaster.
Gucken wir mal, ob unser Gegner jetzt vielleicht seine eigenen Bowmaster spielt. Ja, weil, also ich könnte jetzt theoretisch auch noch meine zweiten Bowmasters spielen. Und eine, und dann kriege ich auf jeden Fall welche davon wieder. Ja. Scheint nicht so leicht, die Entscheidung zu sein für Pokaya. Ja. Ja. Ich werde den zweiten auch noch spielen. Kann er nicht countern, aber er könnte seinen eigenen Bowmaster spielen, wie gesagt. Und wenn er es countert, wäre auch nicht so schlimm. Ich habe ja noch einen Jarzit-Trigger. Macht er alles nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hiermit weiter. Perilous Iteration. Kannst du gerne countern. Was unser Gegner hier machen könnte, wäre Bowmaster. Kill Bowmaster. Drown in the Log Perilous Iteration. Weil dann habe ich nämlich zwei Karten im Graveyard. Aber dann ist im Binding of Combat. Kommt halt eine Packung wieder. So, ich würde angreifen. Ah, das war natürlich dumm von mir, ne? Ja. Da rein zu fetchen, war natürlich nicht schlau. Das hätte ich nicht machen sollen, Pre-Combat, weil dann Drawn in the Log den Jarzel killt. Ja, okay. Aber dann kann ich ja jetzt den zweiten legen. Dann habe ich meinen Thoughtseize. Okay, es passiert einfach zu viel. Es passiert einfach zu viel. Das ist völliger Wahnsinn, was hier im Timeless passiert, okay? Bowmaster, Archmage's Charm. Oh, wenn ich den Bowmaster nehme, kann er Dig Through Time spielen. Ja, aber das ist okay für mich. Geht jetzt schon auf 9. Ich habe noch ein Lightning Bolt. Ich habe sehr viel Power auf dem Battlefield. Eine Fable kommt nächste Runde. Gucken, ob er sich hier schockt. Nee. Okay. Wird Drawn in the Log nach oben gelegt und dann wird Dig Through Time gespielt. End of Turn. Nicht? Ach, nur 5 Karten. Okay. Ah, jo. Weil das Mystic Sanctuary wieder eine Karte aus dem Graveyard weggelegt hat. Ja. Ja, das ist wohl so. Und dann wohl Dawn in the Dock, ja. Dann würde ich mal versuchen. Der Gegner übernimmt jetzt einfach den 2-2er. Ja, kann er machen. Dann habe ich Fable und Tamowife. Spannendes Game, absolut. Ich muss auf jeden Fall noch die Fable spielen, weil die ansonsten nächste Runde platzt. Ah, Gegner. Gegner will halt nicht auf 3 gehen. Kann ich auch verstehen. Aber, wenn jetzt die Fable auch noch resolved, ist, glaube ich, zu viel Cardboard auf dem Board, dass da auch das Dig Through Time einfach nicht weiterhelfen wird. Vielleicht kann man Dig Through Time und spin und findet Spell Pierce oder so. Na, good old trusty Jund, ey. Ja, geht auch. Kann man spielen, ey. Jund ist kein schlechtes Deck.
Okay, spielt Dig Through Time. Es ist also, es resolved also alles. Und ich habe noch einen Lightning Bolt in der Hand. Also ich sehe mich hier, zumindest, ich gewinne vielleicht nicht das Match, aber das Game sieht gar nicht schlecht aus. So, mal kurz einen Schluck trinken hier. Schadet ja auch nicht. Ist auch kein leichtes Dixel-Time, da bin ich mir ziemlich sicher. Anjazel und Hand Disruption zusammen. Das ist ein gutes Team, um Control Decks zu schlagen. So, 5 Permanents. Ein Lightning Bolt, der auch schon lethal ist. Ne, ich discarde, glaube ich, nichts. Okay, ja, gut. Ja. Resolve. Die Kleinen. So, dann würde ich gerne angreifen. Der Gegner hat alles gemacht, was er tun konnte. An der Stelle hat es aber nicht gereicht. Ich bin mit dem Borden eigentlich sehr einverstanden. Der vierte Bowmaster sieht für mich ein bisschen besser aus als. Vielleicht die vierte Fable. So. Ja, also ich meine, Bowmaster gegen Bowmaster ist halt immer gut, aber. Ja, ich glaube, es ist okay so. Ja, es ist schon abgefahrene Matches, ey. Das ist schon nicht schlecht, was da so passiert im Hintergrund. Ich mache ja auch. Also, ne, ihr seht das, ich bin jetzt wieder frisch im Timeless drin. Jarzel zum Beispiel habe ich auch noch fast nie gespielt und dann, naja, warte mal, ich hätte jetzt nicht fetchen sollen, weil dann stirbt Jarzel noch Pre-Combat, weil ich jetzt eine Karte mehr im Graveyard habe, wegen. Drown in the Lock und so weiter. Das sind schon sehr, sehr spannende Interaktionen, die da passieren. So, Game 3. Loros Control gegen Gigantajund. Ja, ist ein Keeper. Ja, ist ein Keeper. Turn 1 Inquisition. Hat sich selber gebobbelt, um herauszufinden, ob man mit dem Fetchland was weglegen will. Jarzel. Ja, wir schocken uns und ich spiele Inquisition. Uiuiui. Uiuiui. Ethergast. Glaube Ethergast, ja. Naja, vielleicht hätte ich Drown in the Lock nehmen sollen, aber im Prinzip ist das ja sehr ähnlich. Nehmen Stomping Ground, krieg meinen Thermogolf gecountert. Von Drown in the Lock. Denke ich mal. Oder ich kriege ihn zerstört von Drown in the Lock. Oh, Brainstorm, okay. Tja, jetzt weiß man natürlich überhaupt nicht, was abgeht. Allen Dingen nach dem Fetch und dann Push. Oh wow. Okay, na, vielleicht nicht die beste Hand. Land wäre insane jetzt. Aber selbst kein Land wäre okay. Ich kann halt Double Spellen mit Deathrite Shaman und Lightning Bolt.
Ja, aber Land ist sehr gut. Ja, ich würde erstmal reingehen. Ich würde mal versuchen, einen Deathrite Shaman zu resolven. Der darf sogar resolven. Ich gehe jetzt einfach full ham. Also. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht resolven oder zumindest removed werden. Jarzel habe ich mich nicht getraut. Falls der Gegner Counterspell hat oder so, dann tauschen wir 1 zu 1. Ja, und so habe ich jetzt zumindest eine 2. Okay, ja, gut. Ja, kein Land. Dann greifen wir es mal an. Ich versuch's mal mit Fable. Ich glaube, hier resolvt nichts mehr. Aber immerhin ist unser Tamogolf jetzt 667. Und das würde ja theoretisch reichen. Nein! Ah! Aber gut, Main Phase. Das bedeutet, ich krieg jetzt meinen Jarzel resolved. Naja, das ist sehr gut. Dann. Nehmen wir Jarzel. Beginning of Combat. Ich hätte vorher Inquisition spielen sollen. Counterspell. Swamp. Dann Archmage's Charm. Saurons Ransom nächste Runde ist okay für mich, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist immer ein Tarmogoyf. Ist das dumm, ey. Yep. Wow, Counterspell. Okay, na gut. Ja. Ist nicht so schlimm. Jarzel regelt auf jeden Fall. Nimm mal Giganta auf die Hand. Wie das Land noch aus. Nächste Runde können wir Fable flashbacken mit Jarzel. Alter, diese Karte. Ja. Ja, ist gut, wenn die resolved. Oh, das ist ein Dixu-Time. Dixu-Time into Fetchland. Boah. Dixu-Time into Fetchland und Push oder so. Das wäre schon ziemlich unfair. Ah, es muss ein Dixu-Time sein, oder? Ja. Ja. Aber dann habe ich immer noch Bolt und Giganta. Ah, ich meine, Giganta kann man committen. Vielleicht hätte ich dann einen zweiten Bolt oder so. Ist nicht. Es ist noch nicht over. Es ist einfach noch nicht over hier. Okay, jetzt ist over. Hauptsache, man kann einfach eine Fable umsonst casten. Yep. Okay, Force of Will ist, glaube ich, nicht im Format. Und der Lightning Bolt, wie er es auch gerade schon gemacht hat, beendet das Game. Oh, 2-1 für uns. Ich habe nicht sauber gespielt. Ich muss mich halt erst an das Deck gewöhnen. Habe es ja selber auch noch nicht getestet. Aber eine zweite Runde gönnen wir uns auf jeden Fall noch. So, Runde 2 gegen Felipe Bakari. Wir dürfen wieder anfangen und meine Hand ist okay. Wenn ich ein rotes Mana ziehe, also ich meine, wir spielen ja unendlich viele rote Quellen durch die Fetchlands. Glaube ich, kann man das machen. Turn 1 Inquisition, Turn 2 vielleicht Bowmasters, mal gucken. Wir spielen ohne Companion. Ja, ohne Companion heißt zumindest kein Loros-Deck, kein Giganta-Deck. Vielleicht Titan oder so. Show and Tell. Werden wir gleich sehen. Wenn Felipe Bakari denn da ist. Ne, das ist immer die. Das ist immer noch so eine entscheidende Frage.
Vielleicht ist Gollum auch einfach gerade auf dem Weg, keine Ahnung, nach Mordor oder so. Man weiß es nicht. Ne, ist da, okay. Turn 1, Inquisition of Kozilek. Dark Ritual Necropotence, Turn 1. Nö. Warte mal. Skip your draw step, exile. Ah, das geht. Man könnte Dark Ritual nehmen, einfach. Vielleicht ist unser Gegner dann langsam genug. Vielleicht muss ich auch Necro nehmen. Meine Hoffnung ist, dass ich jetzt einen Mountain ziehe. Ah, okay. Perilous Iteration war nicht gut. Aber jetzt so ein Mountain für die Fable, damit ich Minsk im Buch rausrattern kann. Damit es ein bisschen schneller geht vielleicht. Come on. Top Deck. Demonic. Ja, ich sag mal so. Wahrscheinlich kann man schlechtere Karten ziehen als Demonic. So, wir brauchen jetzt auch mal Demonic. Demonic auf Mountain. Das wäre nice. Wenn ich jetzt nichts mache, wäre schon ärgerlich. Vielleicht war es kein Keep. Ah, doch, irgendwie schon, ne? Okay. Sogar Basic Mountain von oben. Okay, und Gas geben. Weil ich glaube, so richtig viel Zeit habe ich gegen Necro nicht. Ich weiß nicht, was da der Plan ist. Grey Merchant of Kicks Your Ass for the. Ich habe keine Ahnung. Aber, ich denke, Fatal Push ist ein Safe Discard. Und dann hätten wir vielleicht auch das Mana für Minsk and Boo. Necropotenz mit Mirex, okay, ja. Jetzt wird sich erstmal ordentlich einer eingezogen. Frage ist nur, wie viele Karten zieht unser Gegner wirklich? Oder nicht ziehen. Ja, ziehen wäre natürlich schön, aber nee, wird geexert und dann werden sie in die Hand geputtet. Okay, nur zwei. Also fair. Dann discarde ich, glaube ich, einfach nur Fatal Push. Okay, nächster Minsk and Boo, ja. Stomping Ground. Minsk and Boo. Ich hoffe, unser Gegner kann uns nicht killen. Also, ich meine, viel mehr so eine unendliche Closing Speed hat unser Deck halt auch nicht. Der Gegner ist auf 7. Na, viel Druck machen hat zumindest schon mal den Vorteil, dass er jetzt mit Necropotence vielleicht nicht komplett eskaliert. Nyxtos, okay, verstehe ich. Ja, aber immerhin ist jetzt noch nicht so super viel schwarzes Mana auf dem Battlefield. Das riecht auf jeden Fall nach den vier Dresses aus dem Sideboard. Die kommen auf jeden Fall hart rein. Ah, der Gegner ist basically dead. Also ich kann Grey Merchant geht auf. Okay, Grey Merchant ist schon auch annoying, ja. Grey Merchant schon auch annoying. Nö, würde ich nicht machen. So, okay. Wenn ich jetzt hier nochmal plusse. Na, einfach reingehe. 7, 8, 9, 10, 11. Hier können geblockt werden. Dann geht er auf 5. Ja, okay. Und dann killen wir ihn mit. Ja, okay. Okay, ist lethal. Puh. Lucky Ass. Ab nächste Runde wäre es sicherlich unangenehm geworden. Ja, ich muss leider. Sorry, ey. Buh, es tut mir mega leid, aber ich musste leider das Selbstzerstörungskommando mitgeben hier.
Den behalten wir mal und dann, nee, machen wir keinen. Und dann würde ich mal Minus machen. Sacrifice, Boo, und dann gibt es 7 Damage an die Birne. Und dann reicht es so gerade eben, hoffentlich, um Philippe Bakari zu killen in Game 1. Yes, okay, sweet. Gut, dann schauen wir mal, was wir gegen Mono Black so haben. Terrace Thunder wirkt nicht schlecht. Blood Moon wirkt nicht so gut. Duress wirkt ganz gut. Fatal Push kann raus. Ich bin bei Necromancer nicht sicher, weil ich nicht genau weiß, was das, ob es eine Karte gibt, die das Deck halt super, super stark macht. Blood Moon nehmen wir raus. Fable finde ich nicht schlecht, aber Fable ist auch nicht sonderlich schnell. Hand Disruption finde ich gut, Lightning Bolt finde ich okay, Deathrite Shaman, eigentlich soweit alles in Ordnung. Man könnte überlegen, ob ich eine Perilous Iteration rausnehme, weil ich will auch nicht, ja, also ich brauche halt schnell Gas, ne, mir irgendwie erstmal eine Runde ein Card Draw Spell zu spielen, glaube ich, würde einfach auch nicht das Matchup viel, viel, viel besser machen. Deshalb lieber direkt, ja. Mono Black kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wenn man sich hier. Ich habe mir die Liste von Aetheriax offen. Die Timeless Best of 3 Meta-Tier-Liste. Da haben wir in Tier 1 Sultai, Show and Tell, Domain Zoo, Junt Midrange, Sultai Yawgmoth und Celestia Titan. Danach kommen Naya Vinota, Grixis Breach, Sultai Midrange und so weiter. Und. Mono Black Devotion, da ist es. Okay, Mono Black Devotion. Omarsh, da Ashiok, Dark Ritual. Mithuk Massacre, aber wie gewinnt das denn dann? Einfach über Grey Merchant wahrscheinlich. Ne? Ach, Khan ist auch noch. Okay, okay. Mhm. Ja gut, Khan ist natürlich auch noch eine gute Karte. Ja, sehe ich ein. Gucken wir mal. Ich glaube, das muss ich halten. Inquisition ist wahrscheinlich gut genug. Ja... Ich glaube, ich fange so mein Deathrite Shaman an. Wenn der Gegner nicht Turn 1 Ritual Necropotence macht, dann habe ich vielleicht sogar Zeit und kann Turn 2... Oh, Dreadhorde Invasion. Okay. Okay. Machen wir erstmal diese. Diabolic Intent, Leyline, Ashiok, Mirex und Khan. Ja. Immer Diabolic Intent. Und. Ja, ich glaube, ich kann mal so ein bisschen meine Library ausdünnen hier. Vielleicht spiele ich ja einfach das. Mal, was wir von oben ziehen. Winskin Boo ist gut. Und. Machen wir mal einen zweiten Deathrite Shaman. Ah, warte mal. Das Surveillance war ja gar nicht so schlau, weil der Gegner ja meinen Graveyard Exile, ne? Oder mildert er sich selber? Ja, das war so, geht so schlau. Das war definitiv geht so schlau im Sinne von, es war Trash. Okay, na gut, dann. Ja, Dreadhorde Invasion kauft einem auf jeden Fall eine Menge Zeit. Jetzt kommt der Khan. Angefahren. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass Ashiok einfach dann mich anfängt zu mühlen. Ja. Ich meine, wenn du Khan legst. Ist er halt sentenced to death, aber er kriegt zumindest einen guten Tutor raus. Ja, das ist das Problem. Ich werde schon.
Ich werde schon, denke ich mal, Khan jetzt umbringen, auch wenn es mich den Bowmaster kostet. Oh. Oh, Duress und. Oh Gott, ey. Oh Mann! Und wir hätten noch ein Land. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 10 Länder schon. Ja, das war nicht das. Ja, Terra Sunder. Ah, Mann, ey. Terra Sunder Duress wäre natürlich noch besser gewesen. Jetzt ein Duress hitten wäre natürlich unschlagbar. Aber okay. Vulkan ist zumindest dead. Und jetzt müssen wir ein bisschen beten, ne? Müssen wir ein bisschen sehr beten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was finden kann mit allen Fetchies. Ja, er spielt den Myrex einfach nicht aus. Da ist er. The One Ring. Ja. Na, werde ich noch mal für 4 gemillt. Vielleicht noch mal 4 Spells oder so. Ich fetch den mal. Wow. Hätte ich alles genommen, ey. Hätte ich alles genommen. Duress. Hittet eine Leyline. Strong. Eieieiei. Ach so, ja, geht ja gar nicht. Hitte ich auch nicht mal. True. Da habe ich halt ein Elch. Okay. Oh, sieht nicht gut aus. Target Instant or Sorcery. Okay, Diabolic Intent kann ich zumindest entfernen, ja. Nykthos, okay. Nykthos ist aktuell noch ein sehr schwaches Land. Das ist ein Vorteil für mich. Dark Ritual will ich nicht sehen, eigentlich. Necropotence. Leyline. Yep. Jetzt werden ein paar Karten gezogen. Ja, muss aufpassen, ey. Ehrlich gesagt, der Gegner ist jetzt auch nicht mehr so nah dran, nicht zu sterben. Und eine Menge Schaden. Also 6. Komm, da geht doch noch was. Ne, geht doch nichts mehr? Okay. Schwarzes Mana. Damit er das nutzen kann, um Dark Witcher zu exilen. Noch ein Land. War noch ein Land im Deck? Okay, ja, wirklich. Krass. Hätte ich nicht gedacht, aber es war wohl noch ein Land im Deck. Ja, Khan. Bei? Grey Merchant darf ich ja nicht nehmen. Grey Merchant darf ich ja nicht nehmen. Ja, Gegner geht auf 2, ne? Wenn ich einen Remove, wenn ich einen Lightning Bolt oder sowas gezogen hätte, aber ich habe einfach noch einen Wooded Foothills gezogen, was nicht so wahrscheinlich war, to be fair. Nicht so wahrscheinlich, aber okay. Nee, warte mal. Wieso hast du denn, wieso hat er denn jetzt so viel Leben verloren? Er geht ja auf 4.
Er ist ja tot. Er verliert hiervon Leben. Hiervon. Naja, okay, gut. Na ja, dann haben wir einfach gewonnen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass er 3 Leben verliert hier. Ja, alles gut. Ja. Fein. Wenn der Grey Merchant auf den Stack legt. Ja, komm, mach mal jetzt einfach eben. Oder, nee, warte. Ah. Ich habe nicht genug Spells. Ich dachte, ich hätte gewonnen, aber ich habe nicht genug Spells. Oh mein Gott. Geht ja nur mit Instant und Sorceries. Oh. Noch nicht mal genug Spells ihr habt. Da kommt jetzt ein Grey Merchant für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Grey Merchant für 9 ist eine Ansage. Nee, erstmal Dämonik. Moment. Huh? Hat er jetzt ein Spell gecastet? Eine Sorcery, die in den Graveyard geht? Sind wir uns da sicher, Gegner? Ach so, wahrscheinlich hat er March of Wretched Sorrow oder so, ne? Ja. Er hat sich den March geholt und dann gaint er jetzt Infinite Leben. Ja. Ja, zumindest für 7 oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ärgerlich, aber ja. Genau. Für X gleich 3. Okay, geht er auf 3 zurück, geht auf 9, geht auf 12 und dann habe ich ein Problem zu gewinnen, ja. Ja, Grey Merchant, ey. Krasse Karte. Jetzt fängt er wieder an zu exilen. Ja, machen wir. Fein. Gucken wir mal, auf wie wenig er geht. Also er kriegt ja eine Upkeep, verliert er 5 Leben. Hands down, also. Lightning Bolt gewinnt. Okay. Er hat einen vor Tore Schluss gemacht. Gucken, ob wir was hätten. Ja, ich habe noch Bowmaster gewinnt. Lightning Bolt gewinnt. Ja, ich habe nicht mehr so viele Länder im Deck. Ich weiß nicht, ob die das. Ja, gut, mit dem March. Tarmogoyf gewinnt natürlich nicht. Ja, gute Möglichkeit, leider doch nicht. Ja, es wird dann einfach gechumpt und dann sterbe ich am nächsten Grey Merchant. Kann ich nicht ändern. Ist nicht so wirklich gut gelaufen für uns. Ich glaube, das Matchup ist ziemlich gut schlagbar. Aber so nicht so wirklich. Ja. Gegner verliert 5 Leben in der Abgabe, richtig? Oder übersehe ich noch irgendwo eins? Eins. Geht auf 7. Geht auf 6. Geht auf 3. Jetzt kommt der nächste Grey Merchant und dann sind wir tot. Denke ich mal.
Die zweite Nekropotenz ist extrem entscheidend, ja. Will, glaube ich, einfach nur für mehr Devotion noch killen. Ja, 12 und jetzt kommt der nächste Grey Merchant. Oder auch nicht. Ach, come on, Gegner. Leg doch einfach den Grey Merchant hin. Ja, oder mach March of the Wretched Sorrow für 90. Geht auch. Okay. Es werden noch alle Game Actions genutzt, die da sind. Cool. Ja, also Terra Thunder sieht gut aus, Blood Moon sieht nicht gut aus. Blood Moon nur für Nykthos macht, glaube ich, keinen Sinn. Ja, ich muss schnell sein. Battle Push sind nicht gut, ja. Okay, da gibt es, glaube ich, nicht viel so zu Sideboarden. Also nicht viel mehr außer dem, was wir jetzt schon gemacht haben. Let's hit it, würde ich sagen. Ja, ist ein Keeper. Bowmaster hätten auch schon so viel Damage gemacht. Holy moly. Ich nehme mal ein schwarz-grünes Land und spiele mal ein Deathrite Shaman. Und dann habe ich nächste Runde die Hand. Oh, ich meine, hoffentlich die Handzerrupfung. Vielleicht kommt jetzt natürlich Turn 1 Ritual Nekropotenz. Ne, kommt nicht. Oh, sehr schön. Dann fange ich mal an mit Inquisitione. Finde ich Dark. Oh, Ritual Nekropotenz Wretched Sorrow. Okay. Tja, muss ich wohl Nekropotenz nehmen, weil man zieht sich einfach zu viele Karten damit rein. Und dann sage ich mal go. Geh mal einfach von einem Dreadhorde Invasion Gerät aus. Dark Ritual, okay, ja. Vielleicht auch nicht. Mhm. Okay. Hätte man ihn nicht einfach so casten können? Okay. Hast du noch eine Nekropotenz gefunden? Ich hab dir die gerade weggenommen. Ist das der Thoughtseize Bug oder was? Also ich meine, beide Rituals jetzt verspielen. Ich bin sehr neugierig, was das ist. March, okay. March für x gleich 3. Ja, Duress auf den nächsten March. Okay, noch ein Dark Ritual. Okay. Na gut. Gegner hat nichts mehr. Gegner hat eine Dreadhorde Invasion und nichts mehr. Okay. Und den einen Dude hier, oder beziehungsweise, ja, das sieht eigentlich doable aus. Ich werde gleich Terra Thunder spielen. Dark Ritual, ja. Macht's aber auch spannend, ey. Okay. Mituk Massacre. Na gut, okay, das verstehe ich. Jetzt hat unser Gegner tatsächlich gar nichts mehr. Und ich habe zumindest noch zwei Bowmaster. Ja,
Ja, ich sag mal, ich glaube, ich werde. Ja, vielleicht muss man da sogar Deathrite Shaman spielen, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn ich noch ein Land ziehe, dann kann ich halt Deathrite Shaman und Bowmaster spielen. So wie jetzt hier zum Beispiel. Drittes Land, jupp. Yep. Okay. Das war, würde ich sagen, kein schlechter Draw. Also, um genau zu sein, wahrscheinlich der bestmögliche. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Necropotence exilen müssen. Einfach für die Devotion, denke ich. Lethal sind wir nicht, weil ich mache doch wie viel? Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, Lethal sind wir nicht. Aber ich, ja. Ich hoffe einfach, dass der Gegner nicht Grey Merchants hat. Ich meine, das war, dass der Necropotence einfach nachzieht. Ja, machst halt nichts, ne? Da machst du halt einfach nichts. Terra Thunder auf die hier. Und dann lege ich Tamogoyf hin und dann hoffen wir aufs Beste. Und ab geht die wilde Fahrt. Nächste Runde ist unser Gegner tot. Er hat aktuell 3 Mana zur Verfügung. Es sind 3 Rituals weg. Die Devotion ist aktuell 2. Okay. Ja. Ey, keine Ahnung. Wir gucken einfach. Ring ist natürlich immer möglich, ne? Also ich meine, Ring kauft halt Infinite Zeit. Göttert Invasion kauft auch Zeit, ja. True. Ashiok. Ja, warte mal, aber die Dreamer, die macht doch jetzt gar keinen, oder? Nee. Aber Minskin, ja, das wären gute Spells gewesen. Doppel Minskin, Bujasil. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Ich glaube, der Deathrite Shaman greift einfach mit an. So, fertig. Oh, okay. Exactsies. Wow. Dann hat es so gerade eben noch gereicht. Die Idee vom Gegner, den Tamogoyf kleiner zu machen mit Ashiok, definitiv nicht schlecht. Aber ja, Jund ist auch ein gutes Deck. Ja? 2-0 mit Jund. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß bei diesem powerfulen Eindruck ins Timeless-Format. Jund, ein All-Star, kann auf jeden Fall auch gegen diverse unfaire Combo-Decks bestehen. Wenn ihr, wie gesagt, die Deckliste selber mal austesten wollt, schaut unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link zur Deckliste. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!